Dein Elternhaus soll deine Heimat sein. Deine Mutti. Gmund, Tegernsee. Man muss im Leben immer anständig und tapfer sein. Und gütig. Dein Papi. Gmund, 18. Mai 1941. Haus Lindenficht in Gmund. Mein Elternhaus. Die SS-Männer sprechen mich jetzt alle mit Sie und Fräulein Gudrun an. Das hört sich so komisch an. Wenn Frieden ist, bekommen wir sicher ein Gut im Osten. Es würde uns dann mehr Geld bringen. Und vielleicht bekommen wir auch noch auf dem Obersalzberg ein Haus. Haus Lindenficht wird ja später einmal mir gehören. Ja, wenn erst einmal Frieden ist. Aber das wird noch lange, sehr lange dauern. 2, 3 Jahre. Heute fuhren wir ins SS-Konzentrationslager nach Dachau. Mutti, Tante Lydia, Tante Frieda, Röschen, Inge Hammerl und ich. Dort haben wir alles angesehen. Die große Gärtnerei, Mühle, Bienen, dann die Bücher. Bücher vom 16. Jahrhundert an bis jetzt. Dann die ganzen Bilder, die Sträflinge gemalt haben. Herrlich. Dann haben wir gegessen. Viel. Dann hat jeder etwas geschenkt bekommen. Schön ist's gewesen. Ein sehr großer Betrieb. Nun sind Tante Lydia und ich wieder allein. Papi ist im Osten, Mutti ist in Paris. Gestern saß ich in der letzten Reihe, da habe ich in der Biologiearbeit einen Spickzettel gehabt. Das hat Frau Zimmer gesehen, aber nichts gesagt. Das fand ich sehr anständig. 15. Juli 1941. Meine gute Mami, bevor ich hier wegfahre, sollst du noch ein paar Zeilen und zugleich ein paar Blümchen kriegen. Wenn ich das nächste Mal schreibe, geschieht es von Russland aus. Anbei 5 Doppeltafeln Schokolade, die ich dir für die Kinder versprochen habe. Viele liebe Grüße und Küsse. Dein Papi. Mein lieber Guter. Püppi, sie wird doch erst 12 Jahre, sodass sie sich den Krieg noch nicht vorstellen kann. Täglich spricht sie von ihrem Geburtstag. Mit vielen herzlichen Grüßen und Küssen. Deine Marga. Meine gute Mami, die Fahrt ins Baltikum war hochinteressant. Ich denke auch, es ist gut, dass unser Püppi den Krieg noch nicht ganz auffasst. Aber erzählen musst du ja schon immer wieder davon. Es sind Riesenaufgaben und entfernungsmäßig erst der Anfang. Püppi habe ich heute auch ein Paket geschickt. Was fürs Leckermäuli. Viele liebe Grüße und Küsse. Dein Papi. Mein geliebter, lieber Papi. Bin sehr traurig, dass du wieder weggefahren bist und ins Feld kommst. Hoffentlich geht es dir gut. Es ist ja furchtbar, dass wir gegen Russland Krieg machen. Es waren doch unsere Verbündeten. Pass bloß auf, dass dir nichts passiert. Du brauchst mir keine Vollmilchschokolade mehr schicken. Der Kurier hat so, so viel mitgebracht. Vielen Dank. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Ob die anderen Völker im Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Krümmst du nur einer Familie ein Haar, so verlierst du und alle männlichen Polen im Dorf das Leben. Das sollen sie wissen. Wir werden niemals roh und herzlos sein, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutsche, die als Einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung einnehmen. In 10 oder in 20 oder in 100 Jahren wird die heutige deutsche Grenze weit zurückgeblieben sein.
Es werden reinrassige, germanische Gebiete entstehen, ganz wie einst bei unseren Ahnen. August 1941. Mein Geburtstag. 13 Kerzen haben gebrannt und der Julleuchter. Jeder SS-Mann soll so einen haben. Von Papi habe ich bekommen Bilder aller deutschen Kaiser, Stelzen, Schildkröten, ein Buch für meine Trachten und einen Korb Rosen. Von Elke ein Shetland-Pony. Papi erlaubt es aber nicht, dass es da bleibt, denn Elkes Eltern bilden sich etwas auf die Freundschaft ein. Papi sagt, ich bekomme im Frieden ein Pferd. Nun bin ich stolz, Blätter hat kein Baum im Holz. Aber wie es Abend ward, ging der Jude durch den Wald, Sack und großem Bart. Er steckt sie ein, geht eilends fort und lässt das leere Bäumlein dort. Haushaltsausgaben. Gehälter 90 Mark. Spende 5 Mark. Papierwaren 1,25 Mark. Püpi 2,25 Mark. Blumen 5,40 Mark. Kleinigkeiten 1,40 Mark. Meine gute Mami, mir tut es so leid, dass ich unseren Hochzeitstag zum ersten Mal übersehen habe. Aber es war in diesen Tagen sehr viel los. 9 Uhr aufstehen, 10 Uhr anziehen und frühstücken, dann rasieren, dabei morgen Postvortrag von Dr. Brandt. Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr wird aufgestanden. Aufräumen. Durch den Garten gehen, alle Arbeiten besprechen. Handarbeiten. Dann arbeiten und regieren per Telefon, Funk und Fernschreiber. Nachmittags wird noch gelesen. Püppi auch. Wir lesen die Bücher, die du uns geschickt hast. Jeden zweiten Tag 13 Uhr Fahrt zum Führer. 14 Uhr dort, Essen, zwischen 16 und 17 Uhr Rückkehr, wieder Arbeit im Zug. Samstag bis Dienstag war ich auf Übungsplätzen. Ich sah mir sehr interessante neue Schießverfahren an. Dazwischen dann Reisen von 3 und mehr Tagen. Lublin, Lemberg, Dubno, Rovno, Lutsk. Meine gute Mami, anbei ein sehr interessanter Bericht, in dem unser Gerhard eine Rolle spielt. Er kann wahrscheinlich nichts dafür, doch seine Bereitschaft zum Lügen ist typisch. Soll ich, wenn ich an Gerhard schreibe, noch Mutter unterschreiben? Mutter würde ich bei Gerhard zunächst einmal nicht mehr unterschreiben. Sollte er sich wirklich bessern, ist das später ja wieder denkbar. Meine Reise geht jetzt nach Kovno, Riga, Minsk. Mir geht es bei vieler Arbeit sehr gut und schlafe sehr gut. Viele liebe Grüße und Küsse. In Liebe, dein Heini.
Ich danke dir für deinen so lieben Brief. Guck mal, auf diesem Bild machst du ein sehr lustiges Gesicht. Da bist du so, so lieb drauf. Wenn ich mir das Bild vor mich lege, dann guckst du mir gerade in die Augen. Ach, Papi, komm doch bald zu uns. Brief 99a an den Reichsführer SS. Ich erstatte über SS-Obergruppenführer von dem Bach folgenden Zwischenbericht. Er leidet insbesondere an Vorstellungen im Zusammenhang mit den von ihm selbst geleiteten Judenerschießungen und anderen schweren Erlebnissen im Osten. Der sehr schwere allgemeine und insbesondere nervöse Erschöpfungszustand, in dem der Patient vom Osteinsatz kam, macht sich bemerkbar. In den letzten Tagen musste nun wiederholt der Darm mit der Hand ausgeräumt werden. Wie üblich war der Darm für einige Tage mit Opium ruhiggestellt worden. Meine gute Mami, ich hatte es schlimm mit dem Magen. Aber mir geht's jetzt wieder recht gut. Aber diese Darmgeschichten sind doch sehr eklig. Die Leute auch an der Front haben es stellenweise zu dutzen. Dein Heini. Verteilung an alle Dienststellen. Heilige Pflicht der höheren Führer und Kommandeure ist es, persönlich dafür zu sorgen, dass keiner unserer Männer, die diese schwere Pflicht zu erfüllen haben, jemals verroht oder an Gemüt und Charakter Schaden erleidet. Diese Aufgabe wird erfüllt durch schärfste Disziplin bei den dienstlichen Obliegenheiten und durch kameradschaftliches Beisammensein am Abend eines Tages. Es soll ein Abend sein, bei dem in bester deutscher häuslicher Form zu Tische gesessen und an dem Musik und Vorträge und das Hineinführen unserer Männer in die schönen Gebiete deutschen Geistes und Gemütslebens die Stunden auszufüllen haben. Geheime Reichssache. An den Reichsführer SS. Die Überholung der Wagen bei der Gruppe D und C ist beendet. Die Vergasung wird durchweg nicht richtig vorgenommen. Um die Aktion möglichst schnell zu beenden, geben die Fahrer durchweg Vollgas. Durch diese Maßnahme erleiden die zu exekutierenden Erstickungstod und nicht wie vorgesehen den Einschläferungstod. Meine Anleitungen haben nun ergeben, dass bei richtiger Einstellung der Hebel der Tod schneller eintritt und die Häftlinge friedlich einschlafen. Verzerrte Gesichter und Ausscheidungen, wie sie seither gesehen wurden, konnten nicht mehr bemerkt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf Folgendes aufmerksam machen. Die Wagen sind bekannt geworden und werden als Todeswagen bezeichnet. Es ist scheußlich und furchtbar für einen deutschen Menschen, wenn er das ansehen muss. Das ist so. Und wenn es nicht scheußlich und so furchtbar für uns wäre, dann wären wir ja keine deutschen Menschen mehr und wären ja keine Germanen. Wenn wir jetzt nicht die Nerven haben, dann werden diese schlechten Nerven an unseren Söhnen und an unseren Enkeln wieder ausgehen. Liebe Schwester, leider lassen es die außergewöhnlichen Umstände in der durch den Krieg bestimmten Zeit nicht zu, dass wir das in diesem Brief folgende mündlich besprechen können. Weihnachten 1938 hat es zwischen mir und Heinrich eine Aussprache gegeben, in der wir uns gestanden, dass wir uns undenkbar lieben. Dass er sich ohne weiteres scheiden lässt, kommt zunächst nicht in Frage. Seine Tochter ist erst 13 Jahre alt. Die Frau kann nichts dafür, dass sie ihm nicht mehr Kinder schenken konnte. Sie ist schon 48. Um unser Geheimnis wissen der Führer, Martin Bormann und Karl Wolf. Deine Schwester Hedwig. Mein geliebtes, gutes Häsi, du hast mir dein liebes, geliebtes Herz geschenkt und dich selber, ganz und gar. Ich habe nur einen Wunsch, mögest du trotz allem Schweren so glücklich sein, wie du mich gemacht hast und täglich machst. Ich küsse deine lieben, guten Hände und deinen süßen Mund, dein Haar. Mein lieber Guter, Püppis Weihnachtswunschzettel lege ich bei, vielleicht streichst du an, was du ihr kaufst und schickst den Zettel wieder zurück. Jetzt werden Geschenke für die SS-Männer zu Weihnachten besorgt. 10.000 Tafeln Schokolade. Weißt du, was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche? Deine Marga. Dieses Jahr werden wir Weihnachten zum ersten Mal ohne Papi feiern. Gerhard kommt auch.
Papi hat uns angerufen. Vorher, wenn ich den Papi gefragt habe, was er mir zu Weihnachten schenkt, hat er gesagt, ein Holzstück, damit ich nicht friere. Ob nächstes Weihnachten noch Krieg sein wird, Gott erhalte unseren Papi. Mein Teurer, ich erhielt ein Paket mit dem Absender E. Lorenz. Und darin war der Riesenvogel, bei dessen Anblick ich mich zunächst erschrak, weil ich mich schon 8 Tage daran essen sah. Als ich mich heute bei Erika heiß und herzlich dafür bedanken wollte, hörte ich dann, er sei von dir, deine Haar. Mitternacht und wieder kann ich nicht schlafen. Denken, denken. Mops Wedel ist gefallen. 18 Jahre SS, arme Mutter. Von Heini habe ich seit 2 Tagen nichts mehr über den Stab gehört. Frau Berkelmann schrieb mir heute, sie lässt sich scheiden. Ihr Mann soll von einer anderen Frau Kinder kriegen. Und jedes junge Mädchen giert nach einem Mann. Wenn die wüssten, wie bitter das Leben ist. Nun